Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Lang nicht mehr gesehen. Ich habe gerade ein bisschen Zeit über, dachte ich mir, mal schnell dieses Video. Auch wenn es wahrscheinlich nicht schnell gehen wird. Ich versuche das hier One-Cut-mäßig zu machen, ohne viel im Nachhinein zu schneiden, weil ich habe keine Zeit und keine Lust drauf. Also falls ich hier irgendwelche Versprecher komme oder irgendwelche Pausen, um mal über meine Worte nachzudenken, dann sei mir hoffentlich verziehen. Aber die Jungs sind zurück. Wir sind zurück. Aber nicht in Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ist ein Kapitel, das haben wir abgeschlossen, das ist tatsächlich vorbei, da wird kein Comeback kommen. Wir haben überlegt, dieses Jahr zur DM zu fahren, aber dann kam ja die ganze Corona-Sache und ja, wurde alles abgesagt. Vielleicht seht ihr uns nächstes Jahr auf der DM, aber ich will nichts versprechen. Trotzdem, Yu-Gi-Oh! Mäßig ist es vorbei für uns. Ich glaube, der Einzige, der noch spielt, ist Nico. Aber wir sind zurück, Link ist in der Beschreibung, zu einem neuen Kanal. Wir machen einfach Diskussionsrunden, reden einfach über andere YouTuber, also Rage-mäßig was, News, aktuelle Themen, Neuigkeiten, wirklich einfach alles mit dem Grundprinzip einfach, dass unsere Gruppe da, die Gruppendynamik da und dann einfach da chillt und über die verschiedenen Sachen redet. Also ihr kennt das Format, ja, ihr habt es gefeiert. TPT Real Talk, TPT Storytime ist im Grunde genommen genau dasselbe, nur anstatt jetzt auf Yu-Gi-Oh! Fokussiert, ist es halt einfach ein allgemeines Thema, worüber wir dann einfach quatschen und reden. Ja, das ist so der Plan. Nach 4 Jahren sind wir dazu gekommen, jetzt diesen Kanal zu eröffnen. Was eigentlich so genau passiert vor 4 Jahren, falls es noch irgendjemand da draußen interessiert von der Yu-Gi-Oh! Community. Ich glaube, das wird auf jeden Fall das letzte Video auf dem TBT Yu-Gi-Oh! Kanal. So genau kann man das nicht sagen. Viele meinen damals, boah, was da passiert, ihr wart voll im Hype und dann auf einmal, zack, dies, das, weg. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig implodiert. Es ging da eigentlich erst so richtig los. Ja, wir waren ein bisschen im Hype, zumindest für Yu-Gi-Oh!-Verhältnisse, Yu-Gi-Oh! Deutschland-Verhältnisse, weil Yu-Gi-Oh! Deutschland-Verhältnisse sind natürlich nicht so groß oder allgemein Yu-Gi-Oh! Da geht nicht wirklich so viel. Aber wir hatten einen guten Lauf. Und dann sind wir tatsächlich implodiert. Man kann nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen und sagen, jo, das ist der Grund gewesen dafür, warum wir gestorben sind. Und jeder hatte seine Rolle, warum wir gescheitert sind. Klar, man kann sagen, jetzt, jo, Bargisch hat uns voll im Stich gelassen und ist direkt zu Pogo abgehauen. Tati eigentlich genau dasselbe. Hat er auf Yu-Gi-Oh! Geschissen und dann, er hatte keinen Bock, er hat viel Stress und Yu-Gi-Oh! War immer sehr anstrengend und dann hat er sich gedacht, yo, Pogo macht Spaß, wieso nicht da chillen? Aber im Grunde genommen auch er mit Baristan uns im Stich gelassen. Dimi war nie wirklich tief in der Szene, also er war immer nur mal mit dabei, Gastdarsteller. Chong ist, kann man auch sagen, hat auch einen Großteil gespielt an unserem Untergang. Damals erst ist ein bisschen überheblich geworden, voll der Überflieger, hat sein eigenes Ding gemacht und ja, kann man auf jeden Fall sagen, ist ihm alles zu Kopf gestiegen, der Fame, kann man auf jeden Fall sagen, seine Turniere und anderes Thema, aber da kann man nicht sagen, dass es seine Schuld ist, aber kann man auch sagen, dass es ein Teil davon ist, warum das implodiert ist. Nico, er wollte dass wir das alles ernst nehmen und immer testen und auf Turnieren nicht abkacken und so, aber wir wollten halt einfach nur chillen und er wollte halt mehr. Und ich dann, ich habe 2 fette Uni-Aufgaben geschrieben, Literatur und Kultur. Das war jetzt rückblickend, diese zwei Fächer, musste ich jeweils im fetten Abschluss, nicht Klausur, ein Essay halt schreiben. Beide zusammen waren mehr oder beinahe so viel wie meine Bachelorarbeit, was mir damals halt gar nicht bewusst war, dass das eigentlich so viel war. Und danach, als ich wieder Zeit hatte, ja, war der Channel schon implodiert, die Gruppe war schon tot und die Hälfte war Pogo spielen, die andere Hälfte, also Nico und Chong noch Yu-Gi-Oh! Wer sich noch zurückerinnert, ich habe noch versucht, beides zu machen, aber ging nicht und dann bin ich mit dem Flow gegangen und habe
angefangen Pogo zu zocken. Und dann? Ja, und dann kam, jetzt heißt der Kanal super saftig, aber damals hieß er Hong und Pokémon Go Friends. Und dann hieß er Hong and Friends nur, glaube ich. Und dann heißt er jetzt super saftig. Wie gesagt, unser neuer Kanal. Link ist in der Beschreibung. Nicht zu dem super saftig, sondern zu dem mit den Jungs jetzt. War eigentlich mein eigenes Projekt jetzt. Am Anfang mit den Jungs, aber als ich dann durchstarten wollte, genau wie in Yu-Gi-Oh! Als ich durchstarten wollte, habe ich nach links geschaut, habe ich nach rechts geschaut. Keiner stand hinter mir, keiner hatte meinen Rücken außer meinen Schatten. Dementsprechend habe ich das dann alleine durchgezogen. Und ja, relativ erfolgreich. Ich hatte 31.000 Abonnenten jetzt. Ich rede in der Vergangenheit, weil dieses Jahr vor einem Monat ungefähr habe ich aufgehört mit Yu-Gi-Oh! Auch, ja, aber mit Pogo habe ich aufgehört. Nach 4 Jahren war genug. Ich habe genug von dem Spiel gehabt. Ich habe es immer natürlich auf einem sehr hohen Niveau gespielt, weil um Videos rauszuhauen, um interessante Themen, um einfach interessant für die Masse zu sein, für die Zuschauer, muss man ein Spiel natürlich auf einem hohen Niveau spielen. Selbes gilt natürlich für Yu-Gi-Oh!, wenn du da keinen Plan von Yu-Gi-Oh! Hast und noch nie auf einem Turnier warst, noch nie eine YCS gezockt hast und so. Und dann, wer hört dir zu? Wen juckt das, was du da sagst? Weil no credibility, wisst ihr, was ich meine? War einer der Top-Spieler für eine Weile in Deutschland, sag ich mal. War gut mit dabei. Nummer 2 YouTube-technisch jetzt Pogo, German-mäßig unterwegs da, deutschsprachig. Und klasse Community habe ich mir aufgebaut. Viele folgen mir immer noch, also klicktechnisch, obwohl ich jetzt mit Pogo aufgehört habe, ist gar nicht so viel schlechter geworden. Also, so einen großen Unterschied macht es noch nicht, aber wird wahrscheinlich eh demnächst weniger und auch wenn ich nicht mehr jeden Tag was hochlade. Auf jeden Fall, das war so, was ich so die letzten 4 Jahre getrieben habe, seitdem ihr mich nicht mehr regelmäßig gesehen habt. Ich bin zu Hong geworden, dem Pogo-Spieler, den man in der Pogo-Community halt kennt. Also, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, weil zum Beispiel Nico, er hat nie Pogo gezockt und er sieht halt nur hier und da ein bisschen mal, schaut da mal drüber. Aber er realisiert gar nicht, wie bekannt ich in der Szene war. Also es gibt echt Leute, die feiern mich abnormal, die zittern und stottern, wenn die mich sehen. Die verfolgen mich, die wollen Fotos, die wollen Sprachnachrichten. Also echt auf diesem Level, also richtig, richtig verrückt. Und ich sage das jetzt hier, um irgendwie mich cool zu fühlen oder sowas, sondern ihr Yu-Gi-Oh!-Leute kennt das ja, also ihr kennt mich eigentlich besser als die Pogo-Leute, ihr wisst ja, dass ich eigentlich lieber hinter der Kamera bin und dann hier, weil ich alleine war, gezwungenermaßen vor die Kamera musste. Deswegen, ich sage das jetzt nicht, weil ich es so geil finde, dass ich irgendwie berühmt war oder sowas, berühmt. Aber nur um euch zu zeigen, wie krass ich in dieser Szene-Community eigentlich war und was ich mir da aufgebaut habe. Tati, der hat auch eine Weile noch Pogo gezockt, am Anfang sehr, sehr aktiv und dann halt nur noch hin und wieder mal, aber hatte hin und wieder mal immer einen Gastauftritt, also wenn wir mal zusammen gezockt haben, dann war er halt auch am Start, aber Anfang auf jeden Fall sehr regelmäßig und dann hat es aber auch sehr schnell bei ihm nachgelassen und dann nur noch casual-mäßig. Na, casual ist nicht das richtige Wort, weil er hat auch schon gut durchgezockt, aber nicht mehr regulär. Hat natürlich Job und Familie und dadurch, dass er Koch ist und bei Catering arbeitet und dadurch jetzt keine Aufträge mehr reinkommen. Jobtechnisch hat er da ein bisschen jetzt oder zeittechnisch ein bisschen Spielraum und motivationstechnisch, darauf kommen wir noch zurück, weil Motivation ist jetzt ein großes Thema, das uns wieder gepackt hat. Ist auch Feuer und Flamme und jetzt auf jeden Fall am Start und für den neuen Kanal ist das auch sehr gut, denn er ist so eine Art Vaterfigur, er ist so der Leiter der Gruppe, auf den alle hinaufschauen, hochschauen, alle respektieren, sag ich mal. Ihr wisst, was ich meine, so typische Leiterfigur halt. Dimi. Jedes Mal, wenn ich Dimi sehe, erzählt er mir, wie er jetzt seine Sammlung verkauft hat, zum letzten Mal endgültig, aber dann, wenn ich ihn wieder sehe, sagt er, yo, ich habe wieder meine Sammlung verkauft, also keine Ahnung, was da los ist. Das erste Mal, wo ich im Fontainment war, war er am Start, das letzte Mal, wo ich im Fontainment war, war er am Start. Der Kerl ist immer am Start, auch wenn er jedes Mal sagt, er hat aufgehört und alles verkauft,
Sammlung verkauft, dies, das. Channel-technisch war er nie großartig am Start, hin und wieder mal, wenn er Bock hatte, Gastauftritt halt und dies, das. Und für den Channel jetzt, den neuen, eigentlich auch so geplant, aber auch er, ein bisschen motivierter, hat gesagt, er nimmt sich jetzt jede Woche diese 2 Stunden Zeit, wo wir uns da treffen für die Videos und stellt auch seine Wohnung zur Verfügung. Also Respekt geht raus noch. Man weiß nicht, er ist immer sehr unzuverlässig gewesen. Ihr kennt die Story mit der YCS, wo er 5 Minuten davor abgesagt hat, um Wäsche aufzuhängen. Aber noch sieht es ganz gut aus und man weiß nicht, Leute ändern sich. Ist auch ein großes Thema, Stichwort für die ganze Gruppe. Dann haben wir Nico. Wie gesagt, der Einzige, der, glaube ich, noch aktiv spielt. Jetzt momentan natürlich nicht, weil keine Turniere und dies, das. Hatte letztens irgendein Prag, glaube ich, gebabbelt. Also läuft noch stabil bei ihm. Falls ihr ihn seht auf Turnieren oder so, grüßt ihn gerne. TBT for life. Dann haben wir noch Alex, der Praktikant. Ist immer noch Praktikant. Macht immer noch die Schule, was ja klasse ist. Glaube ich, ja, immer noch die Schule. Hat auch eine Weile, achso, Dimi hat auch eine Weile Pogo gezockt, dann lange nicht, also eine Zeit lang, wo der Channel dann abging, war Tati noch am Start, aber Dimi überhaupt nicht. Und dann kam er zurück und seitdem spielt er wieder hin und wieder, also spielt eigentlich immer noch, sogar momentan der aktivste. Das liegt nur daran, dass wir die anderen halt absolut gar nicht mehr spielen. Alex auch, der am Anfang noch am Start gewesen, hin und wieder mal Pogo-technisch auch unterwegs und wie gesagt, er immer noch Schule und irgendwann mal in den letzten 4 Jahren hat er mal eine Frau von einer Vergewaltigung gerettet mit einer Kollegin von ihm und dem, boah, ich habe seinen Namen vergessen, einer von den Trade Brothers, sorry Digga, dass ich deinen Namen vergessen habe, aber die haben auf jeden Fall eine Frau in Neuperlach von einer Vergewaltigung gerettet und das war eine relativ große Sache. Respekt. Beim neuen Kanal ist er bisher noch nicht am Start, weil seitdem, also nicht seitdem, aber seit einer Weile ist er auch komplett untergetaucht. Ab und zu haben wir uns einmal im Jahr oder so zum Essen getroffen und er war da meistens immer am Start, aber seit einer Weile ist er wieder komplett funkstille. Tati hofft, dass er irgendwann mal wieder auftaucht, weil die so eine Meister-Schüler-Beziehung hatten, aber er ist immer willkommen, wenn er mal wieder auftaucht, wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Dann haben wir noch, Steve haben wir noch. Irgendein Mitglied. Genauso wie bei allem, wenn er mal da ist. Er gehört halt zur Freundesgruppe, was soll ich sagen. Aber nicht zum engeren Kreis, also. Er ist halt da, wenn er mal da ist. Dann haben wir noch Chong. Chong arbeitet. Hat einen guten Job jetzt, glaube ich. Gut gewechselt. Spielt viel Poker. Folgt ihm auf Instagram. Da ist er Chong Banks. Macht eine Menge High Society. Lifestyle-mäßig ist er gut unterwegs. Geht oft essen mit seinen Freunden. Mit uns hat er nicht mehr so viel Kontakt. Wir sind, glaube ich, zu uncool für ihn geworden. Ja. Ah, und Bagisch. Oh mein Gott. Ja, Bagisch. Bagisch gibt's auch. Wie gesagt, er war der Erste, der uns fangen gelassen hat für Pogo. War dann auch der Erste, der Pogo wieder fallen gelassen hat. Also er hat sich mal bis Gen 2 ausgehalten. Und das war, ich weiß noch, Februar irgendwann, 2017. Wir wollten uns treffen, weil so ein großes Pogo-Event angekündigt wurde in Pasing. Und ich war am Start, Tati war am Start, Alex war am Start, Dimi war am Start. Bagisch hat dann kurz davor geschrieben. Jo, er kommt nicht, er ist irgendwie besoffen. Ihm geht es überhaupt nicht gut. Und das war dann das letzte Mal, dass ich ihn für 2,5 Jahre oder so, 3 Jahre gesehen hatte. Danach kein Kontakt mehr, er ist wirklich komplett untergetaucht. Wie gesagt, wir haben uns ein paar Mal im Jahr getroffen zum Essen, für irgendwelche Geburtstage, Weihnachtsfeiern und so. Er war halt nie am Start. Komplett untergetaucht. Hat sich dann sozusagen selbst aus der Gruppe ausgegrenzt und dann durch sein Verhalten natürlich wurde auch aktiv aus der Gruppe ausgegrenzt und dann, ja. Dann habe ich dieses Jahr, 2020, ja, im Februar mal geschrieben, yo Jungs, können uns gerne mal alle wieder treffen. Ich habe auch zufällig Geburtstag in dem Zeitraum. Ich lade euch alle ein zum Essen. Und tatsächlich sind alle gekommen. Nee, stimmt gar nicht. Chong ist nicht gekommen. Wie gesagt,
Wir sind nicht mehr cool genug für ihn. Und auch Barisch, auch wenn er eigentlich aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, habe ich gesagt, yo. Aber ich hatte ihm geschrieben, nein, weil er, es gab dann eine Weile, wo er zurückkam und wieder aktiv im Chat war und sich echt Mühe gegeben hat, wieder integriert zu werden, aber irgendwie ist der Zug abgefahren, sag ich mal. Dann habe ich aber ihm geschrieben, yo, Situation ist folgende, dies, das, bla bla. Habe ihn aber dann doch noch dazu eingeladen, was eine gute Entscheidung ist, weil dadurch wurde er wieder integriert und wir treffen uns wieder regelmäßig und es war so eine Art Wiedergeburt für die Gruppe. Und ja, er hatte seine eigenen Probleme, natürlich, offensichtlich und dies, das. Auf jeden Fall ist er zurückgekommen und eine große Motivationswelle hat er mitgebracht. Wir sind jetzt alle wieder am Start für verschiedene Projekte. Das war so die Geschichte von uns, was wir so die letzten 4 Jahre gemacht haben. Und neues Kapitel beginnt, könnt ihr gerne abchecken. Link ist in der Beschreibung, falls ihr damals die Videos gefeiert habt mit den ganzen Real Talks und der Storytime. Barisch weiß ja, Storytime, immer noch das legendärste Video, was wir jemals gedreht haben. Wenn ihr das alles gefeiert habt, unsere Art einfach nur, nicht nur, weil wir Yu-Gi-Oh! Gespielt haben, weil wir waren ja nie die Pros in Yu-Gi-Oh! Deswegen, ihr habt uns ja hoffentlich wegen unserer Art gefeiert. Genau wie die Leute uns und mich in Pogo wegen meiner unsere Art gefeiert haben. Falls euch die Art gefallen hat, dann checkt gerne den neuen Kanal ab. Das war's von mir, Leute. Das letzte Video wahrscheinlich auf dem Yu-Gi-Oh! Kanal, weil der wird eh nicht monetarisiert, also da verdiene ich eh kein Geld. Ansonsten könnt ihr gerne Pogo Channel abchecken. Denn der wird jetzt nur noch nicht mehr Pogo sein, weil ich ja aufgehört habe. Und dafür aber vlogtechnisch immer mein Leben und dann natürlich auch das Leben der anderen, wenn wir uns immer treffen für die Videodrehs einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Oder wenn wir einfach irgendwie essen gehen oder so. Dann auch noch gezeigt ist. Deswegen, falls ihr uns feiert, dann könnt ihr auch noch meinen Pogo-Channel, der jetzt aber der Vlog-Channel ist, abchecken, weil da seht ihr dann auch noch mehr. Unter anderem auch, wie das Ganze zustande gekommen ist mit dem neuen Kanal. Dazu empfehle ich euch das Video. Meine Freunde wollen mit YouTube starten. Ja, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, es ging euch gut in den letzten 4 Jahren. Man sieht sich hoffentlich auf dem neuen Kanal. Ciao.